In diesem Video bewege ich mich, warte auf etwas, haben sich zwei gefunden und kommt Besuch. Co-Pilot hat den Schlüssel wieder nicht abgezogen. Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Und wie sieht's aus draußen? Schauen wir es uns an. Es ist anders als gestern Nacht. Der Wind hat gewütet und gestürmt und geschifft heute Nacht. Ihr macht euch keine Vorstellung, es war echt übel. Auch bis heute Morgen noch übel, erst ab 8 Uhr plötzlich abgestellt. Jetzt ist windstill, es regnet nicht mehr. Ihr seht, es schneit, das ist mir deutlich sympathischer. Aber Leute, wie es hier sonst so aussieht, die Straßen. Gott, du Gott. Wie ich gestern gesagt habe, das Wasser weiß nicht wohin und bleibt jetzt stehen, Riesenpfützen und wird jetzt gefrieren. Die Temperatur ist von 1,8 Grad gesunken auf gerade eben noch 0,5. Deswegen auch der Schneefall. Und er bleibt ja auch schon liegen, habt ihr gerade gesehen. Und im Hintergrund seht ihr es. Und davon spreche ich. Großflächige Riesenpfützenbildung, die jetzt alle zu Eis werden. Auch hier drüben, Riesenpfütze, da stand ich gestern. Bin froh, bin ich weggefahren. Wir stehen zum Glück leicht erhöht. Somit also nicht voll im Wasser. Denn wenn die ganze Kacke jetzt wieder gefriert, dann friert das ganze Auto fest in der Pfütze. Ah, ist verrücktes Wetter. Ja, nur mal so, ne? Da ist wirklich fett Wasser. Es friert schon leicht oben und ich muss höllisch aufpassen, dass ich hier nicht ausrutsche, weil dann liege ich drin. Es ist unten drunter ist eine Eisschicht, spiegelglatt. Und wenn ich hier zu lang stehen bleibe, dann gehe ich wohl ohne Stiefel weg. Denn die Temperatur wird so auf minus 1 wahrscheinlich sinken, sagt die Wettervorhersage. Wobei, bei denen weiß ich ja auch nie. Wir werden sehen, was passiert. Ich gehe hier aber lieber wieder raus. Es ist übrigens ziemlich cool, in Skandinavien Gummistiefel dabei zu haben. Ich sehe hier auch viele Locals mit Gummistiefeln rumlaufen. Und man fällt nicht so als Tourist auf, ist, wenn man Zusatzbeleuchtung am Auto hat. Denn das hat hier jeder. Der Straßenzustand ist ein bisschen besser als gestern. Gestern Nacht war das hier eine eisige Schneefläche. Die Straße hat nämlich Riefen gekriegt. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht das hier, so Rillen, Längsrillen. Die müssen sie heute Morgen reingefräst haben irgendwie, weil die waren gestern definitiv noch nicht. Ich bin hier lang gefahren, hatte null Traktion praktisch vor mich hingeschlichen. Fahrerisch dürfte das also innerorts jetzt wieder halbwegs funktionieren. Ganz ehrlich, der Plan für heute, ich weiß nicht, ob wir wirklich weiterfahren, denn das Wetter ist einfach weiterhin miserabel. Jetzt zum Nordkap hochzufahren macht null Sinn. Da oben ist auch Dreckswetter. Irgendwo anders hinfahren macht auch keinen Sinn. Es ist überall hier im Norden gerade hundsmiserabel. Es kann sein, dass ich einfach noch ein, zwei Tage aussitze, ich weiß es nicht. Was wir heute machen müssen, ist einkaufen und Urin leeren. Sonst haben wir bald auch Überschwemmung. Und apropos Überschwemmung, ne? Hier Nachbargrundstück steht halb unter Wasser. Der Platz an sich ruhig. Heute Morgen um 8 Uhr fuhren ihre Eltern die Kinder zur Arbeit. Das war irgendwie anders. Heute Morgen fuhren die Eltern ihre Kinder zur Schule. Da war ein bisschen Verkehr. Jetzt ist hier wieder absolut ruhig. Mit dem großen Arbeits- und Räumgerät sind sie auch schon wieder unterwegs. Ob sie damit Pfützen ausleeren, weiß es nicht. Aber irgendwas wird er vorhaben. Nach dem wirklich heftigen Regen von letzter Nacht und Sturm auch, alles kam von jetzt Blickrichtung rechter Seite, scheint es mir, dass Zottel dicht geblieben ist. Ich habe keinen Wassereintritt bisher feststellen können an irgendwelchen Fenstern oder Dachluken. Also Zottel ist dicht, soweit ich das beurteilen konnte. Und ich würde jetzt mal sagen, wir packen hier vorläufig mal zusammen und gehen einkaufen. Ich habe nichts mehr, habe ich ja gestern schon gesagt. Kühltrank ist radikal leer. Nachschub. Strategischen Fehler gemacht. Nicht sofort abgefahren, um einzukaufen, sondern noch an den Rechner gesetzt. Da saß ich jetzt 1,5 Stunden und Alter, guckt mal raus. Wir sind ein wenig mit Schnee bedeckt. Er bleibt zum Glück nicht richtig liegen, sondern rutscht ab, weil es nur plus minus 0 Grad hat. Es ist auch ein bisschen heller geworden, aber ihr seht, es ist verdammt weiß geworden. Nachdem Zottel gestern all sein Eis und Schnee losgeworden war, ja, kriegt das jetzt wieder zurück. Und die Eisfläche, was macht die? Schon gefroren? Matschig.
Es weiß nicht so recht, was es will. Ist nicht kalt genug, es friert von unten und nicht von oben irgendwie, habe ich den Eindruck. Schneefall lässt aber zum Glück jetzt nach. Auch die Sonne versucht es so ein bisschen durch die Wolken. Wir gucken jetzt mal, dass wir einkaufen fahren und dann schauen wir mal weiter. Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Problemlos. Nicht anders hatte ich das erwartet. Der Schneeschieber war hier schon länger nicht mehr. Seht ihr vielleicht anhand der Menge an Schnee. Das sind irgendwas 5, 7, 10 cm plus minus. Wie so häufig, die zwei Pappnasen bleiben im Auto. Ich darf alleine raus in Matsch und Schnee. Und heute gehen wir mal woanders einkaufen. Wir stehen vorm Coop Extra. Das ist doch so ein bisschen Schweizer Gefühl jetzt, ne? Coop und so. Das sieht ja auf jeden Fall mal anders aus. Wir sind hier im Non-Food-Bereich angekommen. Kein Gemüse. Braucht jemand zufällig ein bisschen Wolle? Oder Arbeitshandschuhe? Eine neue Pfanne vielleicht? Alles vorhanden hier. Auch das Bier steht gleich am Anfang. Das ist mal interessant. Normalerweise kommt sonst immer Gemüse. Heute Bier. Die wichtigen Dinge zuerst. Cashewnüsse. Was muss man ja trinken, wenn man kein Wasser mehr an Bord hat. Leute, Senfnotstand. Wir brauchen Senf. Hier sind wir beim Senf. Wollt ihr euren Senf dazugeben? Ich nehme den hier. Und wer Senf kauft, braucht auch Würstli. Aber die Auswahl ist groß. So, da hat sich ein Pärchen gefunden. Ich hoffe, das funktioniert. 98 Euro ärmer. Und im Schneefall wieder vor der Tür. Jetzt heißt es einräumen. Kann das Zeug bitte mal kurz jemand wegräumen? Ich müsste dann weiterfahren. Wobei, na lass mal, ist gut. Ich räume es selber weg, denn wir fahren noch nicht sofort weiter. Ich stelle mich hier noch irgendwo versteckt auf einen Einkaufsparkplatz und esse noch einen Happen. Frühstück um Mittag. Mittagessen, weiter geht's. Ihr habt gesehen, hier gibt es einen GoPro-Dealer. Vielleicht hat er ganz zufällig so einen Mikrofonanlage, was ich brauche, oder ein Adapter oder irgendwie so ein Quark. Versuch ist es wert. Haben wir eh nichts anderes zu tun bei dem Wetterlich. Wobei, es wird jetzt besser so langsam. Es schneit zumindest nicht mehr großartig und es macht ein bisschen auf. Aber die Straßen sind in bumpy Zustand. Da sind wir dann auch gleich schon. Kurze Wege hier und alles schön mit dem Auto erreichbar. Das ist immer ganz praktisch. Müssen wir gucken, wo das genau ist. Das müsste hier sein, ne? Überall Wasser, hey. Gottverdammi. Ohne Ende. Schade, Versuch war es wert, aber die haben nichts, obwohl sie offizieller GoPro-Händler sind. Kein Zubehör, was mit Mikrofonen zu tun hat. Das ist echt ein Albtraum hier oben. Bestellen können sie es wohl alle, aber an Lager haben sie es alle nicht. Naja, halt nicht. Fahren wir weiter. Irgendwo hin. Jetzt, wo hier die Sonne rauskommt, können wir mal ein Stückchen weiterfahren, noch Richtung Norden. Also verlasse ich Laxelf mal über ja, ziemlich rumpelige Straßen und Pisten. Es macht heute nicht wirklich Spaß zu fahren. Und fahren jetzt den Fjord hoch Richtung Nordkap. Um mal zu gucken, ob da noch ein Parkplatz kommt. Und da kommt noch ein Parkplatz. Ist nur die Frage, ist der befahrbar? Ja, ist er. Da stehen auch PKWs rum, die ihre Autos frei machen. Vielleicht können wir hier noch eine Nacht im Schnee verbringen. Aber recht runtergeschneit hier, Kopf. Dann mal raus in das gute Wetter. Kann ja nicht schaden, sich mal ein bisschen Schnee um die Nase wehen zu lassen. Ne? Und erkennt ihr es? Ich war hier schon mal. Ich stand hier vor 4,5 Jahren schon mal mit weniger Schnee. Es war, glaube ich, Juni, Mai. Und die Sicht war auch besser. Hier bin ich nämlich vorbeigekommen, als ich damals zum Nordkap fuhr. Hab kurz gehalten und bin dann aber recht zügig weitergefahren Richtung Norden. Ich glaube, am gleichen Tag noch bis ans Kap. Also keine Sorge, das habe ich heute nicht vor. Aber ich muss sagen, das Ganze sieht im Winter auch ziemlich cool aus. Das zugefrorene Meer und jetzt noch mit 10-15 cm Neuschnee hat es schon was fürs Auge. Und gefühlt hat es ja A mehr geschneit und B pulvriger. Denn wenn das hier auch Pappschnee wäre wie im Dorf unten, dann hätte ich ja wohl meine Probleme gehabt. Aber so easy.
Was gibt's hier sonst noch? Mülleimer, WC-Hüsli und Bank und Toiletten. Bank und Tisch. Und in Sachen Toiletten war ja noch was, ne? Mein Urinbehälter sollte mal so langsam geleert werden. Glaube ich, das erste und einzige WC-Hüsli gefunden, das tatsächlich mal offen hat. Ich glaub's ja nicht. Und es sieht so geil aus hier mit dem vielen Neuschnee. Und jetzt kommt da hinten auch noch so ein bisschen blauer Himmel raus. Es ist grandios, cool, ehrlich. Ich glaube, ich bleibe heute Nacht. Ist zwar ein bisschen laut an der Straße, aber nachts fährt hier eigentlich auch Gesau vorbei. Und ich hatte damals schon, als ich das erste Mal war, da stand ich auch ziemlich hier. Habe ich überlegt, ob ich übernachten soll. War aber noch zu früh am Tag und dann bin ich weitergefahren. Aber machen wir es heute. In unserer direkten Nachbarschaft haben wir dann heute auch nur noch vermutlich das Meer zugefroren und ruhig vor uns liegend. Da hinten geradeaus ist der Flughafen von Laxelf. Weiter rechts davon stand das Dorf. Und wir kommen von der Buchtseite hier. Die sind wir ganz entlang gefahren, da einmal übernachtet. Weiter Weg. Nur um da hinzukommen, wo wir eigentlich schon mal waren. Das ist ein cooles Gefühl. Kobelot und Friedrich können auch wieder hinten rausgucken. Zottel ist super sauber geworden durch diesen Sturm letzte Nacht und vielen Regen. Und der Kobelot hat hier schon unseren Eingang gepflügt. Ja, super gemacht, Bub. Da sitzt man hier am Laptop und arbeitet. Und dann kommt aber mal großer Besuch. Dankeschön fürs Freiräumen. Coole Sache. Er kommt nochmal zurück und schiebt uns jetzt wahrscheinlich mit dem Schnee voll. Der schiebt hier gerade hinter uns die Parkplätze frei. Ich dachte, da geht Wiese los, aber da scheint man auch noch parken zu können. Das ist ein Ding. Da fräst gerade einer die Lande- und Stadtbahn frei. Aber volles Rohr. Da sitzt man gerade entspannt am PC. Plötzlich klopft's am Van und Besuch kommt. Kobelot und Friedrich haben Besuch gekriegt von einem, der hier gerade zufällig vorbeikam. Sachen gibt's. Ja, und das ist Bruno nämlich. Der kommt gerade vom Nordkap, war hier zu Fuß unterwegs, hat uns gesehen und kurz gestoppt. Das ist doch cool. Tja, so, nach den Bären und dem Besuch, der jetzt gerade wieder abgefahren ist, fahren wir auch ab, denn ich habe ein Problem. Ich habe ein Video verwechselt. Ich habe gestern und heute das gleiche Video live geschaltet. Scheiße, Mann, habe ich nicht gemerkt, dass ich ein Video doppelt hochgeladen hatte. Sorry, tut mir echt leid. Dafür fahre ich jetzt auch zurück ins Dorf für besseres Internet, um das heute schnell hochladen zu können. Sodass das Video dann hoffentlich morgen live gehen kann. Weil hier ist irgendwas falsch mit dem Internet. Das pennt Ei hier. Dabei sind wir 20 Kilometer noch nicht mal weg aus dem Dorf. Sehr seltsam. Aber wir fahren jetzt zurück nach Laxelf. Na, er kennt diesen Platz. Ja, wir sind wieder da, wo wir letzte Nacht standen. Was ein Kack. Jetzt bin ich gerade am Video hochladen. Parallel schneide ich. Eigentlich sollte ich noch Abend essen. Aber der Hunger ist mir irgendwie vergangen nach dem Fail heute mit dem Video. Oh, ein Desaster, ehrlich. Jetzt ist auch noch mein Datenvolumen der Swisscom aufgebraucht. Jetzt lade ich wieder auf Katja von nachtdichter.de's Volumen hoch. Die hatte mir dankenswerterweise eine SIM-Karte mit 120 GB gegeben, sonst wäre ich hier ganz schön aufgeschmissen gewesen. Die Videos sind alle 7, 8, 9 GB groß. Das geht aufs Datenvolumen ohne Ende. Jo, somit glaube ich, schenke ich mir das Kochen heute Abend und weiß auch nicht. Da, alles Kacke. Kommen wir mal mit Cornflakes. Das geht schnell und schmeckt nach nichts. Das Abendessen ist Geschichte. Das Feld überlasse ich jetzt Kobelot und Friedrich. Die übernehmen die Nachtschicht heute beim Schnitt. Haben hier auch ihre Droge stehen. Rosa Milch. Ich verabschiede mich und sag gute Nacht. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr findet, Kobelot und Friedrich sollten häufiger mal schneiden. Abonniert gerne unseren Kanal und Dankeschön fürs Amazon-Partnerlink verwenden und für die PayPal-Unterstützung. Und jetzt sage ich, ciao zusammen. Jungs, und ihr vergesst nicht nachher den Rechner auszustellen, gell? Das frisst sonst unnötig Strom und Energie, wenn der die ganze Nacht läuft. Always used to feel like alone.
Sind auf jeden Fall mal schwer dran, hier dem Schnee Herr zu werden, und dem seine Fräse läuft irgendwie nicht so richtig, habe ich den Eindruck. Spuckt gar nichts aus. Ich glaube, der leidet unter Verstopfung. Bei dem ist das Ohr zu.